Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Schimke, selten hat jemand so am Thema und Sachverhalt vorbeigeredet, wie Sie das gerade getan haben. Es geht bei dem Thema, was wir heute besprechen, nicht um die allgemeine Zusammenführung der Rentenversicherungen West und Ost im Zuge des Rentenüberleitungsgesetzes. Ziel des Rentenüberleitungsgesetzes damals war es, die Rentenansprüche von denjenigen zu regeln, die zum Zeitpunkt des Beitritts als Bürgerinnen und Bürger der DDR Ansprüche gegenüber der DDR geltend machen konnten. Wir reden hier heute aber über Personen, die zum Zeitpunkt des Beitritts längst die DDR verlassen hatten, entweder weil sie aus Gefängnissen herausgekauft wurden oder aber unter lebensgefährlichen Umständen die Mauer oder den Stacheldraht überwunden hatten oder aber die vor 1961, vor dem Mauerbau, unter Zurücklassung ihres gesamten Hab und Gutes die DDR verlassen hatten. Um diese Personengruppe geht es. Und dieser wurde mit der Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland zugesichert, dass ihre Rentenansprüche anders berechnet werden, nämlich nach dem Fremdrentengesetz. Das ist der Sachverhalt, den wir uns bewusst machen sollten. Und als das Rentenüberleitungsgesetz verabschiedet worden ist, hat der Gesetzgeber damals nicht daran gedacht, dass die DDR-Geflüchteten und Altübersiedler dann einfach nach dem DDR-Rentenrecht behandelt werden sollen. Und ein sehr kluger Kronzeuge damals, nein, also sonst bin ich mit dem nicht politisch überein, Norbert Geis hat noch mal sich erinnert und im laufenden Petitionsverfahren gesagt, so wie ich das gerade dargestellt habe, ich zitiere, so habe ich und so hat die Mehrheit des Deutschen Bundestages damals das Rentenüberleitungsgesetz verstanden. Anders konnte man es auch nicht verstehen. Deshalb hat auch die Mehrheit dem Gesetz zugestimmt. Soweit die Erinnerung eines Zeitzeugen. Und da der von der Union ist, sollten Sie sich gerade daran noch einmal deutlich erinnern. Und ich finde, wir haben jetzt lang genug, und da nehme ich auch meine eigene Fraktion nicht aus, einen Zustand zugesehen, der für die Betroffenen äußerst unerfreulich und auch mit erheblichen materiellen Nachteilen verbunden ist und der darüber hinaus auch zu einer erheblichen Vertrauenskrise gegenüber dem Rechtsstaat geführt hat. Und wir tun gut daran, nun 25 Jahre nach der Vereinigung diesen Zustand zu ändern, den Rechtsfrieden und das Vertrauen wiederherzustellen. Kollege Kurth, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Rosemann? Ja, selbstverständlich, gerne. Herr Kollege Kurth, mir ist auch bekannt, dass es frühere Mitglieder dieses Hauses gibt, auch der von Ihnen zitierte Kollege, Ex-Kollege Geis, die davon ausgehen, dass sie das so nicht beschlossen haben. Das kann ja sein, das will ich auch nicht bewerten, denn das Rentenüberleitungsgesetz ist ein sehr langes und sehr komplexes Gesetz und ich billige jedem Kollegen zu und schließe nicht aus, dass es mir auch mal so geht, dass ich das ein oder andere übersehe. Aber würden Sie vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass mit dem Rentenüberleitungsgesetz durch die Neufassung des SGB VI in den Paragraphen 256a und 259a explizit auf die Beitragszeiten im Beitrittsgebiet abgehoben wird und nicht auf bestimmte Personengruppen und die Frage, wann Personengruppen übergesiedelt sind in die Bundesrepublik? Und zweitens, dass mit dem Rentenüberleitungsgesetz gleichzeitig auch die entsprechende Regelung im Fremdrentengesetz, wonach bis dahin die DDR-Zeiten mit Tabellenentgelten bewertet wurden, mit dem Artikel 14 des Rentenüberleitungsgesetzes entsprechend gestrichen wurden, sodass bei näherer Beschäftigung mit dem Gesetzesvorhaben damals sehr wohl hätte klar sein können, was da entsprechend beschlossen wird. Ja, das billige ich Ihnen ja gerne zu, aber es war offensichtlich nicht der politische Wille und die Absicht von dem Gesetzgeber damals. So verstehe ich zumindest den Herrn Geis.
Und unabhängig vom Wortlaut, unabhängig vom sicherlich zutreffenden Wortlaut des Gesetzes, Herr Rosemann, muss ich doch sehen, dass sich die betroffenen Altübersiedler und Flüchtlinge und Altübersiedlerinnen sich jahrelang, jahrzehntelang teilweise darauf verlassen haben, dass die Rentenansprüche so berechnet werden, wie es ihnen zum Zeitpunkt der Übersiedlung versprochen worden ist und wie es ihnen, der Kollege Matthias Birkwald hat es ja hier gesagt, dann auch noch mal schriftlich als Information zum Zeitpunkt der Übersiedlung gegeben worden ist. Das ist doch der politische Kern. Ich finde nicht, dass man jetzt sozusagen mit der Darlegung eines Gesetzestextes, der dort so schwarz auf weiß steht, das politische Problem überspielen kann und darüber hinweg täuschen oder davon ablenken kann, dass wir als Gesetzgeber selbstverständlich in der Lage sind, diesen politischen Fehler zu heilen und zu korrigieren, um, wie gesagt, Rechtsfrieden wiederherzustellen. Kollege Kurt, noch einen kleinen Moment. Kollege Birkwald, sind Sie sich sicher, dass Sie sich jetzt melden? Ich mache darauf aufmerksam, dass ich in diesem Tagesordnungspunkt keine weitere Intervention von Ihnen zulassen kann, dann, weil ich Sie damit die Redezeit dann verdoppeln. Hör ich mal auf die Weisheit der Präsidentin. Gut, dann kann der Kollege Kurt jetzt fortfahren und ich schalte auch die Uhr wieder ein. Danke, Frau Präsidentin. Der Kollege Birkwald, wir bringen den Antrag ja gemeinsam ein, kann sich darauf verlassen, dass ich auch noch den Sozialdemokraten ein Zitat zum Nachdenken mit auf den Weg gebe. Sie sprechen ja immer gerne von Worthalten und wiederholen nahezu mantraartig auch Vertrauenswürdigkeit als Ihren Markenkern. Und ich möchte jetzt meine Rede nicht beenden, ohne noch mal an den leider viel zu früh verstorbenen Kollegen Ottmar Schreiner zu erinnern und das, was er hier von diesem Pult 2012 gesagt hat, und zwar an die Union gewandt. Damals hat er nämlich zu dem Antrag, den wir hier heute praktisch wortgleich einbringen, der damals ein SPD-Antrag war, gesagt, ich zitiere, an die Union gerichtet hat er gesagt, wenn auf Ihrer Seite der politische Wille vorhanden wäre, hier wirklich zu einer vernünftigen Korrektur zu kommen, zugunsten von Menschen, die es wirklich verdient hätten, dann könnten Änderungen erfolgen. Es ist nichts anderes als Heuchelei, wenn Ihren Worten keine Taten folgen. Und ich weiß, das ist ein bitteres Zitat für Sie, aber dem bleibt nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Daniela Kolbe für die SPD-Fraktion.